Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Demo auf diesem Kanal. Heute wird's spukig. Ne? Wir werden ein Haus renovieren. Allerdings ist dieses... Das spukt. Ja? Es ist verspukt, quasi. Genau. Eine weitere Demo. Wie immer gilt, ich spiele diese Demo, bis sie durch ist oder bis ich das Gefühl habe, es reicht mir für den Einblick in das Spiel. Deswegen weiß ich nicht, wie viel ich aufnehmen werde. Somit gibt es wahrscheinlich nicht zu jeder Folge ein Hallo und ein Tschüss. Aber ihr kennt das. Ich wiederhole mich da einfach nur. Und jetzt spielen wir mal. Die Demo gibt es bisher nur in Englisch oder Chinesisch, glaube ich. Ja, ich bin dann mal bei Englisch geblieben. Und es geht los. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Genau, also quasi die Info, das ist erst die Demo, hier kann sich noch vieles oder alles ändern. Es können halt auch Bugs auftreten, die können wir gern melden. Das komplette Spiel wird ein Fortschrittssystem geben, es gibt immer so Fähigkeiten oder so. Ja, Haustiere, unterschiedliche Locations, also Orte, Häuser. Und ja. Es ist halt die Demo, aber dessen ist man sich ja bewusst, wenn man Demos spielt, dass das wirklich nur ein Ausschnitt eines Spiels ist und meist noch nicht das finale Produkt. Es gibt zu dem Spiel auch noch kein Veröffentlichungsdatum. Bei Steam steht nur bevorstehende Ankündigungen. Also keine Ahnung, wann dieses Spiel irgendwann releasen wird. Jetzt aber die Demo. My dearest grandchild, mein liebes Enkelkind. Unser Opa wird uns helfen. Wir müssen zuerst seine Werkzeuge finden. Die sind in einem verspukten. Wie sagt man? In einem Spukhaus. Ja, ich weiß nicht. Die Adresse hat er dem Brief beigefügt. Und die Werkzeuge sind fast so haunted wie das Haus. Wir sollen das Apartment renovieren. Und ich lerne dabei, wie diese Werkzeuge funktionieren. Und genau, das ist ein Test. Wir sollen so viel Geld verdienen wie möglich. Ja. F1 ist für Tipps. Dieser Auftrag sollte ein schnell erledigt sein. Danke, Opa, dass du uns... Sheets. Ah, okay, mit Leerzeichen kann ich interagieren. Das kann ich natürlich nicht ausmachen. Oh Gott. Ich bin doch schon ein bisschen erschrocken auch. Vor der Statue. Hier ist die Taschenlampe. Ja, die ist schon an. Weiß, okay. J ist unser Journal. Wir haben eine Glühbirne gefunden. Okay, wenn wir zu viel Müll mit uns herumtragen, müssen wir den Müll in die Mülltonnen schaffen. Thank you.
Nee, Opa hat gesagt, wir müssen nicht immer alle Aufgaben erfüllen. Aber wir wollen ja was lernen. Okay, ist Strom, müssen wir erst die Sicherung einschalten. Ich meine, das Spiel sagt uns ja eigentlich gerade, wo wir hin sollen. Ich wollte mich nur ein bisschen umschauen. Okay. Wir haben jetzt alle Werkzeuge. Ich sag's nicht. Wir können alle Flecken mit der Bürste entfernen. Warum tanzt die? Warum ist hier überall so... Auch. Okay. Können Sachen aufstellen wieder, indem wir das Teleportation-Tool nutzen. Aber das ist kaputt. So oder so. Hey! Das schreckt mich! Bin ein bisschen überfordert. Was denn jetzt? Was soll ich machen? Sag mal, das ist undiscovered. Also kann ich es nicht nutzen. Okay, mit dem Scrubber kann ich dreckige Möbelstücke sauber machen. Aber das nicht. Missing Parts. Wir müssen für die Statue da vorne müssen wir noch eine Harfe finden. Okay. Zeigt uns das an, wo wir hingehen sollen, oder? Lass meine Truhe hier! Wisch dich weg! Schneller sein sollen. Ich hab dich! Stell sie ab! Okay. Seht ihr überhaupt was? Ich weiß gar nicht. Ist das zu dunkel? Das? Müll.
Kann ich wahrscheinlich nicht mehr mitnehmen, weil mein Mülltüte voll ist. Ist ja alles sauber. Es ist verflucht, aber was mache ich damit? Kamera. Gremlin! Placing treasures in one room next to each other within a meter radius with a total value exceeding the value of the treasure protected by the Gremlin? Oder? Aber wir haben keinen Net-Launcher bis jetzt. Okay, wir können entweder die Harfe finden oder mit der Hammer-Axt kaputt machen. Okay. Was ist die 1? Ach, die 1 war Telekinese. Warte mal, ich kann Müll rausschaffen, oder? Mache ich das jetzt? Geht noch nicht, weil noch nicht ganz voll. Oh, ich... Sag einmal. Okay. Was mache ich damit? Das ist alles kaputt. Aber wenn es kaputt ist... Kann ich es auch nicht wieder aufstellen. Ach, das ist gar keine paranormale Aktivität. Was war das nochmal? Oh. Telekinese. Was soll ich jetzt damit machen? Was soll ich mit dem Geist machen? Ich hab's vergessen, aber der macht ja alles schmutzig. Oh, ich hab jetzt... Ich kann jetzt das kleine Vieh fangen. Wo ist... Hier. Okay, so, was ist jetzt? Jetzt haben wir auch noch hier eine Hammer-Axt.
Es ist gerade super viel Input hier. Okay. Die 5. Ah, muss ich damit? Da kann ich die Ratte fangen. Rein theoretisch. Ich hab vergessen, was ich mit den Geistern machen soll. Warte mal, F1 hieß Hilfe. Ja. Ja, aber wie soll ich das fangen? Damit bestimmt nicht, oder? Gleich jetzt wieder zurück. Ganz verstanden, ne? Was ich hier machen soll. Also, ja, ich soll halt sauber machen und renovieren, aber. Was leuchtet da oben so grün? Minigames. Ist jetzt jemand anderes noch dran? Und jetzt? Was habe ich jetzt für einen Schatz bekommen? Bisher kann ich gar nicht aufheben. Was war das jetzt? Blau. Jetzt habe ich ein. Keine Ahnung, ob ich das wegschmeiße. So. Der ist rot.
Hier ist rot. Ja, hier ist die Ratte. Geh in die Falle. Das hier ist blau. Das hier ist rot. Das kann ich kaputt machen, bestimmt. Damit kann ich die Geister jetzt fangen. Okay. Ich hab's halt selber jetzt reinge... Oh. Hatten wir nur den einen Geist hier? Ich glaube ja.